Willkommen zurück in Monkey Island. Ja, mehr kriechen doch Fett runtergeschmissen. Das Hühnerfutter. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Kein Problem, nehmen wir mal. Was auch immer. Oh, das ist Kreuz. Murray? In der Tat. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Aber du bist mir gegenüber im Nachteil, verwelkter Zombie-Mann. Kennen wir uns? Nö. Dämonischen Schädelpartie. Ich werde dem sagen, dass ich mich verkleidet habe. Nein, aber ich bin ein großer Fan. Ah, mein Ruf eilt mir voraus, wie die Heuschrecken vor dem Sturm. Heuschrecken? Aber ich gebe keine Autogramme. Ein Fluch von schmerzhaften Furunkeln auf deinem linken Fuß, weil du mich entlarvt hast. Ich bin hier undercover und sammle wertvolle Informationen für die äußerst hinterhältige Captain Madison. Das ist Spion. Interessant. Oh, das hätte ich wahrscheinlich nicht sagen sollen. Tu mir einen Gefallen und behalte es für dich, verwelkter Zombie-Mann. Kein Problem. Okay, da müssen wir aufpassen. Der Rest meiner Ausrüstung ist da drin. Ich hoffe, sie ist hier unten sicher. Es ist wahrscheinlich in Ordnung. Okay, dann gehen wir mal an die Arbeit. Ich habe gar einen Rival. Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Oh. Oh. Wollen ein bisschen Fett? Gut genug. Du hast deine Stelle übersehen. Komm schon. Oh. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. Die Schraube ist. Ich gebe nur einen kleinen Klecks drauf. Eine gute Idee. Wir wischen die Schraube. Du hast eine Stelle übersehen. Boah, Junge, ich waffel dir noch, Annie. Kleppmas. Du hast eine Stelle übersehen. Im Ernst, besorg dir einen neuen Dialog. Aber echt? Vielleicht kann ich die Schraube lösen. Was ist denn, wenn ich Nuff gehe? Wo willst du denn hin, Schrubbi? Du hast das Chaos nicht beseitigt. Fang wieder an zu wischen. Ich bereue die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nur ein bisschen. Aber nur ganz klebisi. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Ach, verrückt. Hey, du hast deine Stelle übersehen. Aha, jedes Mal, wenn ich es wegwisch, schmeißt er wieder. Du hast eine Stelle übersehen. Boah, kann ich dir den dreckigen Bogen? Du hast eine Stelle übersehen. Und du kannst mich nur kreuzweiß. Super, Schrubbi. 20 Mal, denn ich hab doch keine 20 Mal geschrubbt. Gib mir mal mein... Wo ist denn mein Messer? Ah, du. Ich will gucken, ob sich die Schraube lösen. Wahrscheinlich. Weil das wäre mein Weg nach draußen. Wieso muss ich das machen? Du hast eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Eieiei.
kann ja nichts anderes machen. Du hast eine Stelle übersehen. Du nervst. Das ist ekelhaft. Genau. Und du bist die Spionin. Der Spion. Sorry. Hey, du hast eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Ich will mir die Aussicht nicht verderben. Ja, dann bleiben wir ja nur die Schraube. Es muss doch eine Möglichkeit geben, das jetzt irgendwie zu lösen. Es ist mein ganz eigenes, sehr scharfes, nicht magisches Zeremonienmesser. Ja, genau. Und das nehme ich jetzt, machst du die Schraube weg. Ach, guck mal, die Schraube entfernen. Genau. Ja. Ja. Hast du das Messer jetzt wieder weggelegt? Oh, geil, Bosch. Bin ich jetzt so doof dazu? Haha. Es ist wirklich eng. Ich kann mich nicht ganz durchquetschen. Wenn ich mit ein bisschen Fett geht das bestimmt, oder? Sieht aus, als hättest du eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Aha. Gut, dann machen wir Pause. Und ab das Ding. Das Schmierfett hilft ein wenig. Hilft aber nur ein wenig. Du hast eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Fast. Fast, okay. Du hast deine Stelle übersehen. Na, verrückt. Vertrau mir, dich übersehe ich nicht. Du kriegst den fettigen Mob noch mit ins Gesicht. Aha, jetzt geht's. Fast. Du hast eine Stelle übersehen. Na, verrückt. Also, wenn es jetzt nicht geht. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber mit dem Mob passe ich nicht durch. Ah, macht Sinn. Es funktioniert. Jawohl. Oh. Guck mal, Monai. Ich kann nichts sehen. Sieht aus, als wäre er eher zum Angeln als zum Anhalten geeignet. Okay. Bla, 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 bla. Dies ist ein Haufen bla, leerer Behälter bla, mit Affenblut und Blutverstimmte. Komm mal, nein. Bla, 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 bla. Schaut euch das an, meine Lieben. Die einzige Karte, die den genauen Standort des Geheimnisses von Gucken, wer du ist. Monkey Island zeigt. Ja. Ja. Die Karte wird in meiner Kabine aufbewahrt. Niemand darf sie berühren oder in irgendeiner Weise durcheinander bringen.
Bevor wir der Karte folgen können, müssen wir uns natürlich auf den Weg nach Monkey Island machen. Wie ist der Stand beim Zaubertrank? Warte, es gibt einen Zaubertrank? Erinnerst du dich nicht mehr an meine andere Geschichte? Um nach Monkey Island zu gelangen, muss man einen besonderen Trank brauen. Da erinnere ich mich nämlich. Wie funktioniert der Zaubertrank? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es ist Magie. Er hilft nur, Monkey Island zu finden. Ach doch, ich erinnere mich. Wo ich alles in eklige Neigspieße habe und fast verzweifelt bin. Was ist drin? Mal sehen. Da ist Tintenfischtinte und Affenblut drin. Und ein gepresster Schädel. Daran kann ich mich gut erinnern. Außerdem Zimt, Minze und Schwefel. Und einige Farb- und Konservierungsstoffe. Oh, und ein lebendes Huhn. Aber hör zu, du solltest dir darüber noch keine Gedanken machen. Warte, bis du 12 bist oder so. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Der Trank ist fast fertig, Captain. Jetzt fehlt nur noch ein plattgedrückter Schädel. Und wir sind bereit, ihn zu kochen. Hervorragend! Du da! Da hinten! Der Neue! Ich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Guckt es denn mal jetzt nur. Gehen Sie manchmal zu. Ich will wissen, was er sagt. Gehen Sie manchmal zu Schrubbi-Kongressen? Nun, egal. Geh und hol uns einen Schädel. Einen Platten. Noch Fragen? Okay. Warum muss es ein platter Schädel sein? Weil es im Rezept so steht. Also ich habe Hühnchen reingeschmissen. Wo soll ich nach einem Schädel suchen? Das ist dein Problem! Okay. Okay, ich kümmere mich darum. Ein Schädel. Platt. Dann beeil dich damit! Sitzung vertagt. Sitzung vertagt? Wo kriege ich denn jetzt ein plattes Schädel her? Wir machen den Zaubertrank fertig und dann werde ich versuchen, die Karte in die Finger zu bekommen. Ja, genau, das machen wir. Und wo kriegst du ein plattes Schädel her, du? Schieben wir nicht so hoch, Madame. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Kann ich die nehmen? Darf ich doch nicht hoch? Nach einem Schädel suchen? Es gibt nichts, was du da oben brauchst. Ich muss los. Ich habe einen Job zu erledigen. Mein Beileid. Ich glaube, es ist nur eine Skulptur. Ich hoffe, es ist nur eine Skulptur. Da oben gibt es nichts, was du brauchst, Neuling. Und bin ich schon wieder beim Litschak? Ablaufplan für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. Zwei Glockenschläge, Litschak schreit. Nee? Okay. Gemütlich. Die Schiffskatze nicht schreien. Wo kriege ich ihn jetzt in Schäbe her? Gut, dann gehen wir mal runter. Vielleicht kann ich... Wir haben doch noch... Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Großraumbüro, okay. Ja, oh, ich habe sie kaum berührt. Hm,
Moment mal. Der sieht genauso aus wie Elaines Brautschleier. Mhm. Dann nehmen wir Mama. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Ich weiß, dass Kunst einen packen soll, aber das geht zu weit. Schön, eine Dia-Show von gruseligen Zombie-Typen. Das hilft zwar nicht viel gegen die Kälte hier drin, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Okay, was bringt mir das jetzt, das Büro? Nix. Gemütlich. Oh, liegt da was? Oh, Quizcard. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen Säcke. Sie hat Verdauungsprobleme und ich habe es satt zu putzen. Okay. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Löscht Dämonenfeuer mit dem richtigen Löschmittel. Andere Methoden werden nicht funktionieren. Alter, was war denn das, Evil Over? Wenn das Rettelstor? Die Geisterrate kommentieren. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Was willst du da oben? Oh, oh. Aha! Du bist rausgekommen. Ich komme auch noch um raus. Aber, hoffe ich, das machen wir in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie ich an den Schädel komme, aber ich und die kriege mal auch denn. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Zeit und bis bald. Tschüss.